Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur nächsten FIFA 16 Trainerkarriere. Wir spielen heute Rückspiel gegen Valencia. Ja, in Valencia, Hinspiel 1-1 in der Allianz Arena. Das war schon nicht ganz so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber heute versuchen wir, das Ganze natürlich in die richtige Bahn zu lenken. Das heißt, ich muss Vollgas geben, damit ich überhaupt eine Chance habe. Wir werden auch mal ein bisschen rotieren. Leroy Sané nicht fit, da werde ich die ganze Power des Marco Reus brauchen. Außerdem Manuel Neuer natürlich für Jan Heise ins Team. Dann Mustafi für Hummels. Links da brauche ich den Alaba, der ist ja auch topfit. Goose Feig wäre ein möglicher Kandidat, später zu kommen. Ich lasse Himmelmann zu Hause, Reus, Ronaldo, Robben. Ich werde es über rechts erstmal mit Goose Feig probieren, weil ihr seht es, Robben nicht ganz fit. Den könnte ich also immer noch reinschmeißen. Und ich brauche hier Geis und Groß Geis. Sondern Toni Kroos. Ich will nachher nicht alles 100 Mal durchwechseln müssen, deswegen rotiere ich so ein bisschen und versuche mit dieser Mannschaft in Valencia zu bestehen. Da wären wir auch schon im Estadio Mestalla von Valencia. Ja, ich möchte recht aggressiv vorgehen. Also ich möchte hier in Valencia schon zeigen, hier kommt der FC Bayern. Ja. So, 2-2, Chelsea, Man City, Real führt und Dortmund könnte gegen Zenit mit einem Tor noch in die Verlängerung kommen. Hoffen wir, dass Dortmund das schafft, aber jetzt müssen wir uns hier, oder muss ich mich auf mich konzentrieren, auf mein Team, auf dieses Spiel. Cristiano Ronaldo, 35 ist er schon im Jahr oder in der Saison 2019, 2020. So weit bin ich nämlich schon vorangeschritten. So, hier sehen wir die neu und frisch formierte Bayern-Mannschaft. Goose Feig. Bei dem warte ich noch so auf den Turbo, dass er den mal reinhaut und mal. Ihr wisst schon, was ich meine. Mal gucken. Steht ja so ein bisschen in Konkurrenz mit Gentner, der mich von Dribbling her schöner zu spielen finde. So, wie gesagt, aggressiv wollte ich sein. So, da haben wir uns erstmal den Ball geholt. So, und dann dürfen wir auch gerne erstmal so ein bisschen hier auf Ball halten spielen. Das war natürlich geixt. Schön, Max Meyer. Geist, nein. Ja, weiß er selbst, das war nicht seine beste Leistung. So, auf Goose Feig setze ich heute viel. Sollte es nicht klappen, habe ich ja noch einen Robben draußen. So, Reus müssen wir gucken, wie lange er kann. So, die zelebrieren das hier natürlich. So, da war Ronaldo gut dazwischen. Einwurf Valencia, aber Druck machen, jawohl. Oh! Wird Ronaldo im Strafraum zu Fall kommen. Klünter holt ihn sich hier. Oh, schön auf Reus. Nein, der kommt nicht an. Goose Feig, nein! Ah, Powerplay hier! Da hat kein starken. Der Junge ist erst 18 oder gerade 19 geworden. U20, sagen wir mal so. Oh. Ja, aggressiv. So. Ach, er ist kein Alonso, der Goose Feig. Das wissen wir, aber wir üben dran.
Da liegt noch ein zweiter Ball auf dem Spielfeld, Jungs. Ja, es steht 0-0 in Valencia. Das heißt, Valencia wäre aufgrund des Auswärtstores eine Runde weiter. Ich muss ja also treffen. Einwurf Bayern. Egal, ob die einzelnen Führung gehen, ob die ein Tor machen. Ich muss, um überhaupt eine Chance zu haben, hier ein Tor erzielen. So, Jo Kimmich. Oh, das darf natürlich nicht so passieren. Das wissen auch die Mitspieler. Hier wird gleich aggressiv. Nein. Da hätte Alaba laufen sollen. Oh. Ja, Valencia steht schon unter Druck. Gunzeig. Schön vermarkt, nein! Ah, die Bahn wäre frei gewesen. Ja, das ist aggressiv heute. So sollte ich auch in der Bundesliga viel mehr spielen. Da würde ich dann nicht immer nur 1-1 spielen. Wie die letzten, glaube ich, zwei Ligaspiele oder so. Neuer. So, kurz warten, ist nichts vorne. Schön auf Reus, Junge. So, Ronaldo, komm, lauf. Ronaldo, komm da. Ecke. So, ihr hattet ja gesagt. Geist ist ein guter Eckballschütze. Immer habe ich es noch nicht umgestellt hier. Bisschen kurz, Torwartfutter. So, Boateng zurück, Mensch. Jetzt fehlt da hinten. Alaba. Ja, Goose Feig, probieren wir das mal. Ah, da war nicht perfekt gespielt. Auf Ronaldo. Nein! Natürlich fehlte die große Torschance noch. Aber in Ansätzen ist zu erkennen. Ich will hier. Die Bayern wollen, die Spieler gehen mit. Machen heute, was der Trainer sagt. Ist ja auch nicht so immer, dass man sich darauf verlassen kann als Trainer, dass die Spieler tatsächlich das machen, was man von ihm erwartet. Oh! Oh, jetzt mal Valencia und Verratti. Torwartfutter. So, und da geht's lang. Nein! Oh nein! Oh, Jungs. Da muss ich körperlich wieder gegenhalten. Über diese Schwächephase, Neuer. So, schön, Kimmich. Auf Ronaldo. Der sieht Goose Feig. Oh. Hat der Abwehrspieler natürlich gut gemacht von Valencia. Fehler. Ja, das Ding bringen die wohl in die Halbzeitpause. So, Alaba nochmal. Über Reus. Der kann diese Seitenwechsel eigentlich besser. Halbzeit, schade. 0-0. Ein 1-0 wäre natürlich toll gewesen, aber die richtige Torschance hat Valencia nicht zugelassen.
aber auch nicht zelebriert, fabriziert, wie auch immer. Ich bin immer noch ausgeschieden. Ich muss hier immer noch dieses eine Tor erzielen. So, Klünter mitnehmen. Feig. Ja, schöner Einsatz von Reus. So, und da sind die Fehler. Max Meyer. Ah. Oh, jetzt ist Klünter nicht auf der Höhe. Klünter, starker Junge. Oh, der Pass war wieder mühselig. Neuer. Ich habe gar nicht so viel Angst, ein Tor zu fangen. Weil es ist egal. Eigentlich. Naja, nicht egal. Ein 1-0 wäre ich weiter. Aber ich muss eh eins schießen. Also es ist völlig egal. Ah, verdammt. Also die ersten 10 Minuten gehören hier Valencia, oder die letzten 5 zumindest. Vielleicht muss ich wieder aggressiver. Oha, jetzt spielen die mich hier aber kunterbunt. Naja, so wird das nichts für Valencia. Abstoß. So richtig raufgehen tun sie nicht. Das ist gut für mich. Weil unter Druck mache ich ja auch gerne mal Fehler. Kimmich. Der Versuch auf den großen Feig. Oh. Den hätte Geist haben können. Wahrscheinlich die erste gelbe Karte des Spiels. Jawohl. Ich werde das nutzen, um zu wechseln. So, Geist, der muss runter. Wen bringen wir? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Thiago. Dann. Robben über rechts. Ja. Und dann... ja. Sané. Eigentlich muss ich Lewandowski bringen, das weiß ich. Aber wohin dann mit Ronaldo? Über links, die linke Seite ist fast tot. Versuchen wir es mal. Ronaldo als ZOM. Drauf hat das. Er ist Ronaldo. Und da ist er schon, Lewandowski. Mit Reus. Wo ist die Mitte? Oh mein Gott. Der Versuch. Ah, Lewandowski und Robben waren sich da beide nicht sicher. So, Befreiungsschlag. Jetzt haben wir sie gerade hier. Jetzt muss eigentlich das Tor fallen. So, die sind aber gut formiert jetzt hier. Ein Robben. Nein! Hat er gut gemacht, der Abwehrspieler. Oh, 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 oh. Mensch, dann kann ich Kimmich nicht anwählen. Wie oft soll ich denn drücken?
Boah, Mann, du. Ich drück und drück hier diese blöde L-Taste. So, ich gehe schon mal auf Offensiv. So, Naldo noch hinten. Da ist jetzt nicht viel vorne, da muss ich selbst das Spiel aufbauen jetzt. Nein, da muss man doch auch mal abziehen. Ich kann doch den Ball nicht ins Tor tragen. Och, Klünter, im Ernst jetzt? Ja, den macht er wieder gut. Noch 10 Minuten. Mann. Alter. Ja, so kann man die Zeit natürlich auch runterspielen. Ist natürlich clever, wenn man es so macht. Ja, und so kann man hier. Ich krieg gerade nichts mehr zustande hier. Oh, das kann doch. Jetzt geht er zur Eckfahne wegen Zeitspiel. FIFA, Alter. Das hat PES echt besser gemacht. Zwei Minuten. Lewandowski. Ja! Robert Lewandowski. Die einzige Torschance. Ich weiß es nicht. Wow. Ich hätte vorher schon ein, zwei Torschancen haben können, wenn ich einfach mal nur geschossen hätte. Aber ich wollte den Ball ins Tor tragen. Und jetzt Robert Lewandowski. Wieder ein Einwechselspieler. Tja, und wer hat eben auf Zeit gespielt? Wer hat auf Zeit gespielt? Valencia. Ja! Halbfinale. What's up? Ja, wie geil ist das denn, Alter? Wie geil! Wie geil! Ja, was willst du da sagen? Rigoros, grandios, einfach mal hier abgezogen. 90 plus. Wow! Das war mal ein richtig enges Spiel, also. Und Chelsea gewinnt, oh, hätte ich nicht gedacht. In Man City. Nachdem die auswärts oder in Chelsea 2-2 gespielt haben. So, Dortmund und Real tippe ich auf der anderen Seite. Da müssen wir noch abwarten. Die spielen wahrscheinlich erst einen Tag später. Yeah. So, das nächste Spiel gegen Augsburg muss ich wieder gewinnen. Das sage ich jedes Mal vor jedem Ligaspiel. FC Bayern motivieren, das mache ich schon mal nach jedem von Spielern. Danke, Chef Goose Feig. Er muss nicht jedes Spiel spielen, aber seine Einsatzzeiten will er haben. So, wir sehen uns. Wie viele Spiele? Oh. Oh. Ach nee, da. Hm. 8 Punkte. Ach nee, gar nicht wahr. Doch. 6. 8 Punkte auf Wolfsburg. Aber nur noch 6 auf Leverkusen. Also es ist. Naja, lass uns überraschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.